Stellt euch vor, es ist ein reißender Fluss und in diesem reißenden Fluss, da ist ein Mann und er droht zu ertrinken. Und ihr kommt an diesen Fluss, ihr geht da und seht dort Leute am Rand stehen. Und ihr geht zu diesen Leuten und fragt, warum tut ihr nichts? Dieser Mann ertrinkt und ihr habt dort ein Seil, warum werft ihr dieses Tau nicht in das Wasser, damit dieser Mann gerettet wird? Und die Leute sagen zu dir, wisst ihr, wir finden heute, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, dass man heute Menschen mit einem einfachen Tau rettet. Wir wollen mal was ganz anderes probieren. Und wir haben uns gedacht, um diesen Mann zu retten, wollen wir ihn eher motivieren. Wir wollen motivieren und wir haben hier ein paar gute Sänger dabei. Wir haben auch eine kleine Band da. Wir werden jetzt erstmal ihm was vorsingen, damit er selbst zu Kräften kommt. Wir haben hier auch ein paar talentierte Schauspieler, die werden ein Theater vorführen und ein bisschen Pantomime, dass dieser Mann sieht, wie er gerettet werden kann. Natürlich werden wir ihm dabei auch ein bisschen von diesem Tau erzählen, aber erstmal wollen wir ihn motivieren. Und wenn das alles nichts hilft, wenn er immer noch kämpft und kämpft, dann werden wir bitten, dass Zeichen und Wunder kommen. Dann wird dieser Mann sicherlich gerettet und er wird sich selbst retten. Wisst ihr, irgendwann wird es euch zu bunt und ihr fragt, was soll das Ganze? Nehmt endlich dieses Tau und werft es ins Wasser. Und ihr nehmt dieses Tau selbst, nehmt es hoch und ihr seht, dass dieses Tau zerschnitten ist. Und ihr fragt, was habt ihr gemacht mit diesem Tau? Und die Leute schauen dich an und sagen, wir haben es dir eben gerade gesagt. Es ist nicht mehr zeitgemäß, dieses Tau zu benutzen. Aus Langeweile haben wir es dann gekürzt. Ich denke, das ist ein sehr surreales Beispiel, habe es mir selbst ausgedacht und wird wahrscheinlich auch nicht das stringenteste Beispiel sein. Aber ich möchte damit einen Punkt verdeutlichen. Jeder von uns wäre doch empört, wenn wir sehen, dass da einer körperlich untergeht und keiner tut was. Jeder würde aufschreien. Aber wenn es um die geistliche Rettung von Menschen geht, wenn Menschen verloren geht, dann ist bei den Gläubigen auch, da ist alles auf einmal vergessen. Dann geht's nicht mehr darum, dass wir einfach nur dieses Tau werfen. Und es ist auch die Tendenz unter uns bibeltreuen Evangelikalen, dass Menschen verloren gehen. Wir aber sagen, das einfache Tau, das zur Rettung da ist, das genügt uns heute nicht mehr. Wir müssen etwas anderes machen. Wir brauchen Strategien, wir brauchen Nebensächlichkeit, wir müssen die Menschen erstmal motivieren und dann werden sie dadurch gerettet. Die Frage ist, wenn man so aufwächst auch, was haben wir eigentlich zu tun? Ist es richtig, dass heute dieses einfache Tau zur Rettung, und ich spreche in Bildsprache, nicht mehr reicht? Brauchen wir noch andere Dinge dazu, um Menschen zu retten? Ich denke, das ist eine Frage, um die es heute gehen soll. Und ich möchte uns in dieser Frage den Paulus als Vorbild vor Augen stellen. Wie hat es der Paulus gemacht, als er mit Menschen in Kontakt kam und ihnen das Evangelium brachte zur Rettung? Und dazu möchte ich uns einen Text lesen heute Morgen und wollen anhand des Vorbildes Paulus da lernen. Und dieser Text steht im 1. Korinther, im 1. Korinther 2. Und wer die Bibel dabei hat, möge aufschlagen. 1. Korinther 2, und da möchte ich die ersten 5 Verse lesen. Da schreibt Paulus, und so bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkünden. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestanden nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Ich habe das Thema genannt, Unterhaltung oder Proklamation, der gekreuzigte Christus im Zentrum unserer Verkündigung. Und bevor wir sehen, wie Paulus das wirklich auch in der Form getan hat, möchte ich uns erstmal vor Augen stellen. Das ist so das Grundgerüst, nämlich die Motivation. Was hat den Paulus überhaupt motiviert, zu den Menschen zu gehen und diese Botschaft zu bringen? Ich denke, das ist auch ganz wichtig für uns,
dass wir mal wieder überhaupt klären, was ist unsere Motivation eigentlich? Und hier, wenn wir nochmal in den Vers 1 gehen, da sagt der Paulus ganz nüchtern, so bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, gekommen, um das Zeugnis Gottes zu verkünden. Paulus war entschlossen, das Zeugnis Gottes zu verkünden. Das Zeugnis Gottes, ein Zeugnis ist etwas, das man selbst erlebt hat. Paulus hatte erlebt, er hatte den lebendigen Gott erlebt. Für ihn war das, was er den Menschen brachte, keine Theorie. Als er auf der Straße von Damaskus war, ihr kennt das Apostelgeschichte neu, da ist ihm der auferstandene Herr, er ist ihm begegnet. Ja, das hat sein Leben absolut umgekrempelt. Dieser Paulus, er nennt sich selbst, er war der größte oder er ist der größte Sünder. Er ist ein Lästerer und Verfolger gewesen. Er dachte, den Menschen einen Gefallen zu tun und Gott. Aber dann kommt dieser Jesus in dein Leben und er krempelt alles um. Er stellt alles auf den Kopf. Und er sagt, Paulus, in diesem Jesus ist mir Erbarmung widerfahren. Ich bin mit Gott versöhnt. Jetzt stehe ich in der richtigen Linie und kann Gott dienen. Und ab diesem Tag, als das geschehen ist, da trat für Paulus alles in den Hintergrund. Es war nichts mehr so wie vorher. Er sagt es mal in Philipper 3, braucht ihr nicht aufschlagen. Da sagt er, ich erachte alles für Schaden. Ich erachte alles für Dreck in dieser Welt, wenn ich nur Christus an meinem Leib groß mache. Er sagt, für mich ist das Sterben Gewinn und Christus ist mein Leben. Das kannst du nur proklamieren, wenn Jesus eine Realität ist in deinem Leben. Und das ist eine gewaltige Motivation. Und er konnte gar nicht anders, als diese Botschaft nun an die Menschen zu bringen. Denk, zwei Dinge waren es, die den Apostel Paulus dann wirklich beflügelt haben, in diese Welt hinauszugehen. Das erste war, und er schreibt es, in 2. Korinther, er war ein Bote Christi. Paulus hat alles aufgegeben. Er sagt, ich bin jetzt ein Knecht, ein Sklave, mir ist die Welt gekreuzigt. Ich kenne nur noch eins, ich habe den Herrn Jesus und ich bin jetzt ein Bote für Jesus. Er sagt es im 2. Korinther 5,20 und das ist eine wunderbare Stelle. Da sagt er, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Wisst ihr, das ist was Gewaltiges, was in diesem Vers steht. Und die Gefahr ist, wenn wir lesen immer da so drüber und wir kennen das alles, aber hier ist etwas Gewaltiges. Paulus sagt nicht, ich bin nun Botschafter an Christi Stadt, sondern er sagt, wir alle sind nun, die wir zu Jesus gehören, Botschafter an Christi Stadt und er benutzt uns, dass wir zu den Menschen gehen und die Botschaft bringen und sagen, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist was unglaublich Gewaltiges. Wisst ihr, wir haben nicht nur Versöhnung und Friede mit Gott, wir sind nahegebracht worden durch das Blut, sondern Gott nimmt uns jetzt und stellt uns in die Verantwortung eines Botschafters, damit wir etwas verkündigen. Seht ihr, ein Botschafter war damals wie heute eine absolut große Verantwortung. Ein Botschafter ist ein Bote für und ein Repräsentant von der Person, die dich sendet. Ein Bote hat nicht viel zu tun, er hat nur eine Sache zu tun und die ist gewaltig. Er verkündigt genau die Botschaft, die er von dem empfangen hat, der ihn sendet. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Seht ihr, ein klassisches Beispiel, aber ich nutze es trotzdem gerne, ist, du bist Botschafter des Präsidenten von Amerika, des Weißen Hauses. Klassisches Beispiel. Was würdest du tun, wenn du dieser Botschafter wärst? Dein ganzes Leben wäre und würde sich um eins drehen, du bist Botschafter und möchtest das Weiße Haus repräsentieren. Nichts anderes. Du würdest nicht morgens aufstehen und sagen, wisst ihr was, heute werde ich mal kreativ sein. Ich werde jetzt mal den Putin anrufen und dann werde ich ihm mal sagen, wo es lang geht. Mein Chef weiß davon nichts. Wird doch kein Mensch auf so eine Idee kommen, auf einmal eine eigene Botschaft zu bringen. Das gleiche an unserem Arbeitsplatz. Nochmal, es wird doch keiner morgens aufstehen und sagen, heute bin ich mal der Chef.
Wisst ihr, bei uns, als ich noch in der Ausbildung war, war eins klar. Mein Chef ist mein Chef. Und es war eine Ehre, wenn er mich beauftragt hat mit etwas, dann tat ich das genau so. Aber ich wusste auch genau, wenn ich irgendwas anders tue, dann gibt's Ärger. Bin gar nicht auf die Idee gekommen. Das muss uns klar sein. Ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt auch in unserem Christenleben. Wir sind Botschafter und er ist der, der uns sendet. Und nichts anderes. Er ist der, der Gemeinde baut und wir führen es aus. Wisst ihr, ein Sendschreiben, wenn du die 7 Sendschreiben siehst, es ist nicht ohne Grund, dass am Anfang sich der Herr Jesus Christus immer als erstes vorstellt. Gerade in Ephesus, er sagt, ich bin der Herr und ich habe die 7 Engel der Gemeinde in meiner Hand. Die Engel stehen dort stellvertretend für die Ältesten der Gemeinde. Wisst ihr, das ist was ganz Praktisches für mich. Ich bin Ältester, Mitältester in einer Gemeinde. Ich stehe nicht morgens auf und sage mit meinen Mitältesten, heute überlegen wir mal, wie wir Gemeinde bauen. Wir haben nur einen Auftrag. Wir schauen auf den Herrn und fragen, Herr, wie möchtest du deine Gemeinde bauen? In uns. Ich bin nur ein Diener mit meinen Ältesten. Wir haben keine Autorität in uns selbst. Paulus war ein Botschafter. Das war die erste Motivation. Er wusste es. Und ich hoffe, du bist motiviert, dass du wieder dir vor Augen stellst, du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Und das zweite ist, die Motivation war, er wollte genau das weitergeben, was er selbst erlebt hat. Er wollte Menschen verändert sehen. Er wollte Menschen in der Finsternis Licht bringen. In der Einleitung vom 1. Korintherbrief, da wird es so schön deutlich. Wisst ihr, die Korinther, die Gemeinde in Korinth war ja keine Vorzeigegemeinde, war eigentlich eine Katastrophe. Vom menschlichen her gesehen war wirklich viel Übel da drin. Wisst ihr, aber am Anfang des Briefes, was macht Paulus da? Ich möchte nicht alles lesen, möchte nur kurz, braucht es auch nicht rein. Er sagt, er dankt für diese Gemeinde. Er ist überschwänglich für diese, wo auch so viel schief geht. Er sagt, ich danke meinem Gott für die Gnade, die in euch, ihr Korinther, die ihr noch so viel zu lernen habt, dass die immer größer wird. Er sagt, ihr seid reich gemacht worden, du im Wort und in aller Erkenntnis, ihr habt keinen Mangel, ihr seid unverklagbar. Es gibt nichts Schöneres, als dass ich sehe, dass ihr Kinder Gottes seid. Das war die Motivation, das war das Ziel, Christus zu verherrlichen als Bote und Menschen zum Glauben zu bringen durch Christus. Das war die große Motivation. Jetzt frage ich mal, unser Anliegen ist es? Ist es unser Anliegen, unser wirkliches Anliegen, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind und Menschen für das Evangelium erreichen wollen, dass wir Menschen verändert sehen wollen? Ist das unsere wirkliche Motivation? Wir sind oft dabei, ich denke, ich auch, ich sage immer, wir Christen, wir haben ja einen christlichen Auftrag. Wird jeder von uns bejahen? Wir Christen haben einen christlichen Auftrag. Und es ist aber nicht die Frage, ob du das bejahst. Die Frage ist auch nicht, ob deine Gemeinde das tut. Die Frage ist es dein Herz? Ist es wirklich deine Motivation bei allem, was du tust? Dass du ein Botschafter bist und dass Menschen durch dich zum Glauben kommen? Wisst ihr, ich bin so dankbar für die Konferenz hier. Wirklich vom Herzen dankbar. Und nicht nur, weil ich hier reden darf. Wirklich, bin wirklich dankbar. Und ich bin auch so dankbar, dass es hier Brüder gibt, die Gabe haben, Dinge aufzuzeigen, ja, Entwicklungen aufzuzeigen, Fehlverhalten aufzuzeigen. Wisst ihr, auf solche Ideen, ich würde da gar nicht drauf kommen, dass da sowas dahinter steckt. Ich bin so dankbar dafür. Aber wisst ihr, wenn wir da stehen bleiben und nur unser Wissen anhäufen, dass unsere Köpfe noch dicker werden und dieses Wissen, das wir heute auch lernen und die Tage und das dann nicht im Alltag umsetzen, wenn es nur darum geht, unsere Neugier zu befriedigen, dann ist das Ziel, die Motivation verfehlt. Alles ist gut, aber es muss praktisch werden, damit wir Christus groß machen. Und das war die Botschaft, die primäre Aufgabe von Paulus, Prediger, das Evangelium. Seht ihr, und der Teufel, der lenkt so gern von den Hauptsachen zur Nebensächlichkeit ab. Ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ich mich jeden Tag nur mit den Irrlehren befassen würde und das, was fehl geht, und ich weiß das geht so schnell, dass man dann da drin ist und man guckt nur noch, das ist falsch,
ich hätte gar keine Zeit mehr. Ich würde sogar meine Familie, alles vernachlässigen. Es ist wichtig, dass wir all das wissen, ja. Es versteht mich nicht falsch. Aber Christus groß zu machen und sein Evangelium zu predigen, das ist unsere vorrangige Aufgabe. Und das war dieser Paulus mit dieser Botschaft. Die Frage ist nun, wie brachte Paulus diese Botschaft rüber? Wie brachte er es den Menschen? Und jetzt seht mal, wenn wir diesen Text heute nicht kennen würden, wir haben ihn ja gerade gelesen und ihr kennt ihn ja auch so, aber wenn wir an diesen Text nicht kennen würden, was wäre die logische Folge? Wie würden wir vorgehen? Ganz logisch. Wir haben eine Botschaft, wir sind Botschafter. Wie erreichen wir die Menschen? Das Erste, was wir doch sagen würden, und so ist es heute auch, das Erste, was wir jetzt machen, wir mieten mal das größte Stadion, das es gibt in Korinth. Zumindest das größte Zelt. Als Nächstes laden wir den besten Sprecher ein, den wir finden können. Paulus konnte es nicht sein, denn er war der Rede unkundig. Das heißt, es muss der beste Sprecher. Der Sprecher, der muss witzig sein, der muss redegewandt sein, er muss am Puls der Zeit sein, er muss die Leute unterhalten können. Er darf nicht zu aufdringlich sein, er darf nichts Anstößiges sagen und vor allem, er muss kulturrelevant sein. Nicht zu vergessen, die beste und lauteste Lobpreisband, das ganze Event muss ein Kracher werden. Ist es nicht menschlich, und nur mal einfach rein vom menschlichen Verstand, ist es nicht menschlich irgendwo, mit so einer großen Botschaft? Wisst ihr, ich habe schon Dinge gehabt, da kamen Gläubige zu mir, Nichtgläubige, die wollten aber vom Glauben wissen. Und ich wusste genau, die haben Fragen über die Evolution. Jetzt habe ich gewusst, es geht zur Sache. Jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir das Buch geholt über Evolution, das Buch. Ich wollte wieder mal versuchen, intelligent zu sein. Jetzt habe ich diese Dinge, und Geschwister, diese Dinge sind gut. Diese Bücher können gute Hilfe sein, keine Frage. Aber das Problem war, ich dachte, wenn ich mir das jetzt alles anlese, dann habe ich alle Argumente, die kommen, und ich werde sie zerstören. Wisst ihr, dann saßen wir da, der eine hat das gesagt, der andere das. Das ging stundenlang und irgendwann sind wir auseinandergegangen und es ist gar nichts passiert. Er hat gedacht, er hat gewonnen, ich habe gedacht, ich habe gewonnen. Es ist gar nichts. Ich habe meine einzigste Zuversicht war mein Wissen. Es ist überhaupt gar nichts passiert. Unsere Argumente sind gar nichts, wenn wir uns auf uns selbst verlassen. Aber es geht so schnell, dass wir genau in diese Falle tappen. Ich bin selber reingefallen, absolut selber reingefallen. Als ich in mein Büro ging, in die Gemeinde und auf einmal auf meinen Anrufbeantworter gedrückt habe, da war der Lothar Gassmann dran. Ich dachte, das kann nicht sein. Als ich gehört habe, dann auch durch den Reinhold, sie wollen dich für die Endzeitkonferenz, habe ich gedacht, wow. Wisst ihr, als junger Gläubiger ist Endzeitkonferenz Champions League. Ich weiß, hier wird nur mit normalem Wasser gekocht, aber es ist halt schon ein bisschen besseres Wasser, gell? Aber wisst ihr, meine erste Reaktion war, wow. Das zweite war dann, und das kam nach und nach, oh oh. Da sitzen Männer in dieser Endzeitkonferenz, auf die hast du jahrelang hochgeschaut. Und jetzt willst du dahin. Was hast du denen zu bringen? Du, der du nicht mal reden kannst. Und frag meine Frau, die wird euch sagen, ich kann nicht reden. Wenn du Unterhaltung brauchst, dann setzt du mich nicht an deinen Tisch. Und jetzt fängt es an. Und es geht jetzt über die Gedanken. Das haben wir auch gestern gehört. Der Teufel kommt über die Gedanken und sagt, mach's nicht, lass es. Oder dann, du musst einen brillanten Vortrag bringen. Das muss bringen, das muss. Dass dann irgendjemand dann aufsteht und sagt, oh, die Erkenntnis habe ich noch nicht gehabt. Wisst ihr, der Herr hat mich sowas von auf den Boden geholt. Richtig auf den Boden. Ich hab oft Schwierigkeiten beim Vorbereiten, wisst ihr, aber auf diese Konferenz das war ein paar Tage, habe ich gesagt, Herr, bitte schenk mir doch überhaupt was, dass ich überhaupt die Zeit füllen kann. Wisst ihr, und dann wurde mir eins klar. Und das ist das, was Paulus klar wurde. Wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus. Das ist das Ziel. Die Menschen brauchen noch nicht Sven Barth.
Die Menschen brauchen Gnade, dass Gott irgendetwas zu sagen hat. Das ist so ein Gift, wenn man dann in diese Schiene fällt. Und ihr habt es mit dem Herrn geklärt. Ihr habt zu ihm gesagt, du hast mich eingeladen, du hast ihn jetzt selbst empfohlen, lass mich hier sprechen. Und wenn ich dich nicht groß mache, dann lad mich bitte nie wieder irgendwo ein. Paulus hatte eine wichtige Botschaft. Und jetzt sagt er, und das sagt er in Vers 2, ich komme nicht in hervorragender Rede, sagt es in Vers 1 noch. Wisst ihr, man muss dazu sagen, damals Griechenland, Athen, Korinth, das war ja die Hochburg der Philosophie. Und das war ja wie so eine Sportart, da waren Menschen, die konnten gut sprechen. Und es war wichtig, dass wenn du so ein Philosoph warst und Sophist, dann musstest du, wenn du das erste Mal in eine Stadt kommst, in eine fremde Stadt, dann war es wichtig, dass dein erster Eindruck zählt. Ja, du musstest vorsprechen auf dem Dings und dann war es dein Ziel, dass die sehen, und dann konntest du unter Umständen auch angestellt werden. Du konntest deinen Lebensunterhalt damit verdienen, wenn du redegewandt bist. Das als Hintergrund. Und jetzt kommt der Paulus als Pionier genau in dieses Umfeld und er macht alles andere als kulturrelevant zu sein. Er kommt und sagt, ihr habt alles abgelegt. Alles, was ihr in eurer Kultur für gut haltet. Ich bin nicht redegewandt, ich habe keine Klugheit, ich habe keine weltlichen Methoden. Das war menschlich gesehen absolut unklug. Jetzt hätte man doch spätestens jetzt sagen können, jetzt hast du eine offene Tür, Paulus. Jetzt gib doch alles, was du hast. Paulus wusste, dass die Botschaft, die er zu bringen hat, und er sagt das im 1. Korinther 1, 18, das wird sowieso, egal was ich tue, eine Torheit den Menschen sein. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Und das hat sich in Gottes Augen nie geändert. Bei Menschen schon, aber bei Gott hat sich diese Botschaft nie geändert. Und deswegen hat er eine Entscheidung als Botschafter getroffen, einen Beschluss. Und du und ich, wir sind genau dazu aufgefordert, einen Beschluss zu geben, Jesus Christus zu predigen. Wisst ihr, ich sage nicht, wenn wir kulturrelevant, nicht kulturrelevant, da meine ich nicht, wir sollen unsere Botschaft einfach so hinklatschen. Wir sollen uns nicht vorbereiten. Aber eins meine ich damit, wir sind nicht dazu berufen, die Menschen zu fragen, was sie gerne hören wollen. Bin ich als Botschafterin? Ich habe nur eine Botschaft zu bringen und die heißt ausschließlich Jesus. Vers 2, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus und zwar als Gekreuzigten. Seht ihr, Paulus kam nicht in ein Umfeld, wo man nur darauf gewartet hat, dass jetzt der einzig wahre Gott kommt und dass alle anderen Götter falsch sind. Darauf haben die Leute nicht gewartet. Paulus war in einem Umfeld von Götzendienst. Damit hat man sein Geld verdient. Und auf einmal kommt dieser Paulus und sagt, ich habe den einzig wahren Gott. Alles, was ihr habt, ist nichts. Und trotzdem hat er keine Kompromisse gemacht. Er hat nicht gesagt, jetzt bringe ich meinen Gott. Ihr habt eure Götter. Jetzt machen wir zusammen eine große Ökumene und alle werden glücklich. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, ich habe eine Botschaft. Und es ist in keinen anderen Namen das Heil. Seht ihr, wir leben in einer postmodernen Zeit, wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, wir leben in einer humanistischen Gesellschaft und wir hätten überhaupt kein Problem, wenn wir sagen würden heute, Jesus ist ein Weg zur Wahrheit. Sagt er nicht. Es ist in keinem anderen Namen das Heil, außer in Jesus Christus. Und das ist ein Anstoß. Und deswegen machen wir Kompromisse, weil wir genau wissen, das wird, und gerade in dieser Zeit, ein riesiger Anstoß sein. Gerade dieser Ausschließlichkeitsanspruch. Aber seht ihr, hier fängt schon an. Man macht in der Christologie Abstriche. Das Kreuz allein, Jesus allein, ist nicht kulturrelevant. Geht nicht. Und es zieht sich weiter. Das ist, wenn du da anfängst, dann hört es ja da nicht auf. Das ist genauso mit der Bibel. Wenn du heute sagst, auch als Prediger oder wo auch immer, dieses Wort ist wahr. Weißt du, wenn du sagst, dieses Wort enthält Wahrheit, es ist okay. Aber es fängt schon dann an, wenn du sagst, die Bibel ist von Gott inspiriert. Es ist auch unter Gläubigen, es ist interessant, dass das ein Anstoß ist.
Und deswegen sind so Bewegungen zum Beispiel wie Worthaus, die reindringen. Und das ist nichts anderes als liberale Theologie im frommen Gewand. Dass das in die Gemeinden eindringt, die Gemeinden sagen, juhu, das ist toll, Tür und Tor ist auf für sowas. Müssen wir aufpassen. Ich war im Bibelkreis, den habe ich leiten dürfen in einer Kirche. Da hatten wir noch einen Bibelkreis. Und ich habe zum Thema die Inspiration der Bibel gelehrt. 2. Timotheus 3,16, Theopneustos. Und es war schön und interessanterweise, man wusste, dass ich da hinkomme und man hat dann den Pfarrer dort eingeladen, dass er da dabei sitzt. Und ich habe das Thema gehalten und es kamen tolle Fragen und habe dann auch Raum zur Diskussion gegeben. Und es war interessant, dass die Fragen dann waren und ich habe dann gefragt, wie er das sieht. Und er sagte dann Folgendes zu diesen Leuten, die wirklich Wahrheit suchten auch. Er sagte, ja, wissen Sie, wenn es für Sie das die Wahrheit ist, da habe ich überhaupt kein Problem damit. Das ist okay. Das ist kein Anstoß für mich. Dann hat er von hinten ins Regal gegriffen, eine Bibel geholt, hat keine eigene dabei, hat er aufgeschlagen, aber wir haben hier zwei Schöpfungsberichte, 1. Mose 6, die Söhne, die Gotteste, die Engel, das ist ein Widerspruch, das ist alles ein Widerspruch und das ist ein Widerspruch und das ist ein Widerspruch. Wisst ihr, ich kann damit umgehen, mir macht es nichts. Aber das sind Leute, die werden durch solche Menschen verunsichert, verführt, verlieren den Glauben, nichts ist mehr da. Die Bibel, Geschwister, ist nicht nur inspiriert, sie ist allgenügsam. Sie ist absolut allgenügsam, sie ist absolut ausreichend für alles, was du im Leben als Christ brauchst. Ist wichtig, ist genauso wichtig, denke ich heute. Paulus sagt, es gibt nur eine Botschaft und das ist der Herr. Und jetzt sagt er, und ihn als Gekreuzigten. Jetzt stellt er dieses Kreuz in den Mittelpunkt, den Menschen. Das altraue Kreuz, möchte ich betonen. Nicht das frisierte Kreuz, das altraue Kreuz. Wisst ihr, das Kreuz bedeutet Gericht über Sünde. Schon das ist ein Anstoß. Wer will heute schon auch wissen, dass er ein Sünder ist? Aber das ist nicht nur Gericht über Sünde, sondern auch der Tod jedes Nachfolgers Jesu. Nimm dein Kreuz auf dich. Wenn du diese Botschaft zum Menschen bringst, und die lässt sich sehr schwer logisch verkaufen, dann heißt es für dich, du bist der Welt gekreuzigt. Es kann sein, dass du alles verlierst. Es ist ein Muss, dass wir durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes eingehen. Familien werden sich entzweien, verfolgen um meinetwillen. Schmähen werden sie dich. Das ist doch nicht Geschwister, logisch gesehen. Das ist doch die größte Torheit, die wir den Menschen bringen können. Das Kreuz. Das ist eine Torheit. Deswegen werden Kreuze in Krankenhäusern, Gerichtssälen und sogar von evangelikalen Vertretern einfach abgelegt. Das ist eine Torheit. Wisst ihr, Christen waren nie beliebt. Nie beliebt. Ich rede nicht von den Menschen, die sich Christen nannten und viel Unheil geschaffen haben. Ich meine von den wahrhaften Gläubigen. Sie wurden als Götzenanbeter deklariert, sie wurden als Sekte deklariert, als Kannibalen deklariert. Letztendlich war es nur ein Ding. Sie haben Licht in die Dunkelheit gebracht. Und das ist den Menschen aufgestoßen. Wenn Licht auf einmal reinkommt und man sieht, wie man ist, dann wird man zum Anstoß. Wisst ihr, und glaub doch jetzt nicht, dass wenn du Licht in eine Finsternis bringst, dass die Menschen auf einmal aufstehen und sagen, juhu, das haben wir gebraucht. Paulus wusste das, aber er hat trotzdem das Kreuz nicht angepasst. Und jetzt möchte man in Vers 3 und 4 sehen, wie war denn die innere Haltung des Paulus? Und ich denke, das ist wichtig, weil wir uns auch oft verrückt machen. Wie müssen wir denn bei den Menschen ankommen? Es ist interessant, wie Paulus bei den Menschen auftritt. Er sagt in Vers 3, und ich war in Schwachheit bei euch. Ich war mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Ich möchte mich nicht überheben und kann mich nicht überheben. Aber ich finde es oft gruselig, manchmal komisch, dass Prediger oder Evangelisten aufstehen, die so selbstsicher sind.
selbstsicher, locker, enthusiastisch, motivierend, manchmal sogar so richtig überdreht. Geschwister, jedes Mal, wenn wir den Mund aufmachen und von dieser Torheit des Kreuzes predigen oder im persönlichen Gespräch reden, dann müssten wir wie Jesaja sein und sagen, wehe mir, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Und ich gehe jetzt zu einem Volk mit unreinen Lippen. Ich gehe mit dieser Botschaft zu Menschen, die mich hassen werden. Für mich ist ein Vorbild, ein Predigervorbild, Jeremia. Der war echt. Jeremia hatte einen Auftrag von Gott, prediges Wort. Und was hat er dafür bekommen? Anfeindung, Schläge, Gefängnis, Stock. War nichts Tolles, was die Menschen, die wollten seine Botschaft nicht hören. Und jetzt schaut mal, was er sagt. Und er ist ehrlich, er sagt in Jeremia 20, Vers 9, das sagte ich mir selbst. Ich will ihn nicht mehr erwähnen und nicht mehr in seinem Namen reden. Der wollte überhaupt nicht mehr in Gottes Namen sprechen, weil er weiß, es hat ihm nichts gebracht. Aber wisst ihr, dann kommt was Gewaltiges. Dann kommt was Gewaltiges. Er sagt, doch da brannte es in meinem Herzen, als wäre ein Feuer meiner Gebeine eingeschlossen. Und ich wurde müde, es auszuhalten. Ja, ich kann nicht anders. Wisst ihr, Paulus sagt einmal, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Das ist gewaltig, aber nicht aus uns raus. Wir können manchmal nicht anders. Das ist eine Torheit. Und deswegen sagt er, ich kam in Schwachheit zu euch, in Furcht und in Zittern. Wenn die Bibel von Schwachheit redet, dann meint sie normal die körperliche Schwachheit mit diesem Begriff. Und ich denke, dass Paulus auch schwach war mit dem, was er alles erlebt hat. Und er war älter. Aber ich glaube hier, dass diese Schwachheit in Bezug zu den brillanten Rednern war. Seine Botschaft war in diesem Kontext zu den brillanten Superrednern einfach nur schwach. Und er sagt, ich bin in Furcht und Zittern gekommen. Furcht und Zittern ist in der Bibel ein Zeichen der Ehrfurcht vor Gott. Wisst ihr, Paulus wusste, wem er untersteht. Dem lebendigen Gott. Er war Botschafter und nicht mehr und nicht weniger. Er hat sich nicht selbst vertreten. Und das hat in ihm eine Gottesfurcht ausgelöst. Und er wusste, dass er als Diener eines Tages auch Rechenschaft geben muss von jedem Wort, das er gepredigt hat. Wir nehmen dieser Botschaft vom Kreuz alles, wenn wir denken, dass wir den Menschen einen Gefallen tun, wenn wir diese Botschaft anpassen. Wir tun heute sehr viel, um für diese Gesellschaft relevant zu sein. Ich habe das selbst erlebt, auch bei mir. Ich habe jetzt 5 Jahre Theologie studiert. Und ich muss sagen, für mich war es ein guter Weg. Ist nicht notwendig, brauchst du nicht. Aber für mich persönlich war es ein guter Weg. Gerade Sprachen waren gut, Kirchengeschichte war gut, alles war gut. Aber wisst ihr, du kommst auch mit Dingen in Konflikt, wo du einfach sagst, wisst ihr, ich habe zum Beispiel in der Mission, in den Missionsfächern, da sind wir dann hingegangen und haben angefangen, wir werden Analysen schreiben über Städte. Wie können wir die Menschen erreichen? Dann hat man dann Analysen, Statistiken aufgestellt, die Bevölkerungszahl, Arbeitslosen, Migrantenanteil, all das. Dann ist man zu denen hingegangen, hat gefragt, ja, was wollt ihr eigentlich? Was stellt ihr euch vor? Wo seid ihr unzufrieden? Dann hat man die Botschaft da angepasst. Wo wäre strategisch am besten, wenn man eine Gemeinde tut? Wisst ihr, das lernt man alles bei Geschwistern. Und ich möchte es nicht in Abrede stellen, die Inspiration der Bibel auch bejahen. Aber wisst ihr, es ist eine Kunst, gegen liberale Theologie vorzugehen, das abzuweisen. Aber es ist auch eine andere Kunst, 1. Korinther 4, 6 zu leben. Geht nicht über das Geschriebene hinaus. Geht nicht über das Geschriebene hinaus. Und ich denke, da haben wir einen großen Mangel heute. Geht nicht über das Geschriebene hinaus. Wo steht es, dass ich eine Analyse schreiben muss, Menschen analysieren, dass Menschen zum Glauben kommen? Steht? Und wisst ihr was? Ich kann es auch gar nicht. Ich habe versagt in so Dingen, weil ich kapiere sie einfach auch gar nicht. Was tut man nicht alles, um dieses Evangelium heute relevant zu machen? Kurze Predigten. Ihr habt es gestern gemerkt, ich wurde unruhig nach 45 Minuten. Weil ich bin es gewohnt eigentlich, dass man nach einer halben Stunde, 35 Minuten, man sagt es ja oft nicht so. Aber du merkst, wenn die Leute auf die Uhr gucken, vielleicht liegt es auch am Prediger, aber merk, wenn die Leute unruhig werden, das ist 30 Minuten, dann ist
Gut. Das heißt, predig nie so lang. Es gibt Gemeinden, wo du sagst, du darfst es nicht Predigt nennen, was du tust. Du willst nicht die Menschen anpredigen. Das ist was die Menschen heute überhaupt nicht brauchen, dass sie angepredigt werden. Erreg keinen Anstoß, nimm die Sünde nicht in den Mund, nimm die Hölle nicht in den Mund, nimm Gericht nicht in den Mund. Tu alles nur, dass du die Leute nicht verschreckst. Red nicht von der Hölle, anstatt ihnen aufzuzeigen. Du bist verloren, du brauchst ein Kreuz, Gott ist heilig. Das Evangelium in seinem ganzen Ratschluss zu predigen. Und dann zu sagen, komm zum Kreuz, tu Buße und glaub. Was wird verkündigt heute? Komm zu Jesus. Er gibt dir Wohlstand, er gibt dir Reichtum, er gibt dir Gesundheit, mit Zeichen und Wundern. Da erlebst du was mit Jesus. Du erlebst viele Dinge mit Jesus, aber vielleicht nicht so, wie es du dir gerne hättest. Wunder, Musik, Theater, Event, Megachurch. Jetzt ist es auch in Deutschland. Wir wollen Megachurch bauen. Wir wollen Megachurch bauen. Der Einzige, der Gemeinde baut, ist der Herr Jesus Christus. Und ich weiß, dass die Leute ein Herz haben. Und trotzdem ist es für mich manchmal. Verflucht ist, sagt die Bibel, der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht. Paulus sagt, in diesen Dingen mache ich keine Kompromisse. Sondern er sagt, Vers 4, nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Erweisung des Geistes und der Kraft. Erweis ist Beweis. Was war der Beweis für Paulus, dass das Evangelium wahr ist? Er sagt nicht in Worten, nicht in Weisheit, sondern in Kraft. Der Beweis, dass seine Botschaft wahr war, war, dass Menschen zum Glauben kamen, zum echten Glauben. 1. Thessaloniker 1, 5 bis 6, das sehen wir genau das. Was ist die wahre Verkündigung und was bewirkt sie? Er sagt, denn unser Evangelium, das war bei den Thessalonikern, kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Fülle. Und ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freude im Heiligen Geist. Das ist die Erweisung des Kraft. Wisst ihr, Geschwister, müssen uns eins vor Augen halten. Bekehrung ist ein übernatürliches Werk des Heiligen Geistes in uns. Er sagt, Bekehrung ist eine Neuschöpfung in dir. Das kannst du nicht mit klugen Worten und Unterhaltung bewirken. Es ist der Geist, die Erweisung. Woher kommt der Glaube? Aus der Verkündigung. Als ich jung im Glauben war, haben wir viel Evangelisation gemacht. Ich wusste damals ja nicht, was so gut ist und was schlecht ist. Wir haben dann oft, da kam so ein Team, dann haben wir eine Bühne aufgebaut und dann haben wir Theater den Leuten gespielt. Wortwörtlich, wir haben Theater gespielt. Ein Schauspielstück. Und komischerweise, ich war immer der Böse. Aber wisst ihr, wir haben das 3 Tage hintereinander gemacht. Und Menschen, wir haben denen vorgespielt. Dann kamen auch immer wieder Leute nach vorne und haben sich für Jesus entschieden, aufgrund unseres Theaterstücks. Wisst ihr, die hast du nie wieder in den Gemeinden gesehen. Nie. Vielleicht hat Gott etwas getan. Gott spricht durch Esel. Er spricht durch mich. Aber, wisst ihr, war auf Evangelisation, große Evangelisation eines brasilianischen Teams. Da hat man die große Stadthalle gemietet. Dann hat man da Tam-Tam gemacht, Wahnsinnsband, wunderbar, alles, Halligalli. Und dann ist eine Predigt gemacht. Wisst ihr, da war zum Schluss der Aufruf, wer ist denn eigentlich neu von uns, von euch hier drin? Dann haben sich 2 Leute gemeldet. Das ist ja schon mal enttäuschend, ja. Aber 2 haben sich gemeldet, ganz verschüchtert. Wisst ihr, und der Prediger hat nicht gepredigt über Hölle, über Sünde. Er hat ein sehr leichtes, motivierendes, wunderbares Evangelium gebracht. Da hat man gefragt, wollt ihr 2 nicht nach vorne kommen, um euer Leben Jesus zu übergeben? Die haben gesagt, nö, wir wollen doch nicht mal das. Wir wollen unsere Ruhe. Wir waren einfach nur neugierig. Wisst ihr, dann hat man die Leute bejubelt und beklatscht, motiviert. Am Ende, sie ist mal zu ihnen hingegangen und hat sie geholt.
geholt, nach vorne. Sanft, aber man hat sie bestimmt geholt. Die Leute, die zwei fanden das dann lustig, die haben auch gelacht, die haben da vorne ihr Übergabegebet gesprochen. Ja, aber glaubt ihr, das ist Bekehrung? Glaubt ihr, das ist Bekehrung? Wisst ihr, ich war auf großer, das ist ja in Deutschland groß, ich sage den Namen nicht, Evangelisation, da hat man den witzigsten und bekanntesten Comedian in der evangelischen Szene eingeladen. Den gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr. Man hat der hat eine Stunde lang Programm abgespult, nur Witze. Und die Halle war voll, bis zum letzten Platz. Der hat nur Witze gemacht, toll, die Leute haben sich kaputt gelacht. Und zum Schluss kam dann der Aufruf, geht nach vorne. Wollt ihr euch nicht Jesus in euer Leben nehmen? Ja, von was sollen sie sich denn bekehren? Paulus sagt, nicht in Menschenweisheit, nicht in solchen Dingen, sondern in der Weisung der Kraft. Und warum sagt er, verzicht auf alle Manipulationen? Er sagt in Ende Vers 5, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft, Geschwister. Das ist unser Ziel, dass Menschen verändert werden durch Gottes Kraft. Rettung ist ein übernatürliches Werk. Das kann nur der Heilige Geist tun. Mein Bruder, er ist jünger als ich. Ich war vor ihm im Glauben. Ich habe ihn ich habe ihn oft mitgenommen. Er hat viel Verkündigung gehört. Er hat all das gehört, er wusste alles. Er hat gesagt, ich möchte damit nichts zu tun haben. Es geht nicht. Hat alles gehört. Menschenweisheit, meine Argumente waren es nicht. Er hat sich bekehrt in einer Notaufnahme um 2 Uhr nachts, wo keiner bei ihm war. Niemand. Das ist Kraft, wenn der Heilige Geist fällt. Das ist Kraft. Wisst ihr, wir sollen unsere Arbeit gewissenhaft machen, keine Frage. Wir sollen die Menschen lieben, wir sollen ihnen dienen, wir sollen das Beste tun für diese Stadt und wir wollen den Menschen begegnen, aber wir wollen Botschafter sein, mit nur einer Botschaft. Lasst uns Fleisch nicht zu unserem Arm machen. Lasst uns nicht nur kulturrelevant sein. Lasst uns nicht nur den Leuten Geschichten erzählen. Lasst uns nicht über das Geschriebene hinausgehen. Wisst ihr, wir haben eine Botschaft. Eine Botschaft. Jesus allein. Und ihn als Gekreuzigten.